Hallo Leute, ja, wir sind hier in Werges momentan am Stehen und Gefrees und haben letztes Mal ja ganz gut was begradigt sozusagen mit unseren Kosten und so. Und wir sind jetzt hier schon mittlerweile bei 1,1 Millionen ungefähr und kriegen schon ein bisschen Geld zusammen. Müssen jetzt mal gucken, wie wir mit den weiteren Zügen noch vorankommen. Und dann sieht es so aus, dass wir wirtschaftlich, glaube ich, wieder ein bisschen besser dastehen. Müssen noch ein bisschen gucken, was hier so für Nachrichten sind. Unternehmen ging da bankrott, weiß ich auch nicht mehr, was das für eins war. Stand mal hier und müssen mal weiter gucken, ne? Ich sag mal, schaut das Logo, ich räusper mich, weil ich gerade einen Frosch im Hals habe und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So, da war das Häuslein. Melrichstadt, ja, es ist erstmal zu. Jetzt müssten wir nur gucken. Flotte ist vielleicht richtig. Und dann war hier Züge. Und dann gehen wir mal hier auf die Kosten. Die Kosten sortiert er so, dass das die roten. Ja, das ist ja komisch. Einnahmen. Die da unten haben keine Einnahmen. Das heißt, wir gehen mal nach Zug 2. Kann man das so wegmachen? Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wo Zug 2 ist. Der fährt gerade darum. Holz zu Gefräß Abzweig. Fahrzeugersetzung. Nee, ich wollte jetzt gerade die Linien haben. Sehe ich die auch irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber die sehe ich ja hier. Also er fährt hier hin und dann nach Gefräß Abzweig. Bretter sind da. Waren sind da, okay. Hier ist Schüttgut. Ja, Fahrzeug ist unrentabel, wissen wir. Hier sind die Holzbalken. Jetzt ist die Frage, was wird hier überhaupt noch gebraucht? Auf jeden Fall Bretter. Holzbalken, Stämme kommen wieder. Wo fährt der denn hin? Gefräßabzweig ist hier. Und das andere ist, Melrichstadt ist da, aber da gibt es. Und da können auch welche abgeliefert eigentlich werden. Melrichstadt West ist da der Haltepunkt. Und die Logistik sagt auch, dass das verbunden ist. Der kann doch da abliefern. Aber warum waren da noch gerade welche auf dem LKW drauf? Das muss mir jetzt einer erklären. Liefert er da nicht ab? Steht auf Entladen. Er ist weitergefahren. Warum ist er weitergefahren? Melrichstadt West. Nachfragen eine von einer. Also das ist jetzt mir. Hier steht er auf Entladen, das ist auch richtig. Liegt jetzt dran, dass wir kein Lagerhaus da haben. Das könnten wir ja gerade bauen, wenn. Würde ich jetzt einfach so rumbauen. Ich würde sogar eine Straße da dran bauen, weil das. Kann ich denn jetzt die Karte einmal drehen hier? Gar nicht. Sieht so aus. Brücke bauen, Tunnel bauen. Keine Ahnung, wie man hier was baut. Oh, das ist jetzt schlecht.
Ja, das ist jetzt ganz doof. Jetzt weiß ich noch nicht mal mehr, wie man die Karte dreht. Irgendwie macht er das jetzt nicht. Das ist gerade schlecht, ne? Vielleicht sehe ich es ja mal gerade so, ne? So sieht so aus, als ob es jetzt dran ist. Lassen wir mal so. Lass den da mal Wurmstimme einlagern gerade. Ob er jetzt keine angenommen hat, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Für mich ist es gerade ein bisschen zu schnell hier. Nachfrage ist 0 von 180. Also 180 ist möglich, oder? Ja, sieht eigentlich so aus. Ist auch damit verbunden. Der Christopher Hansen, der will, mag mich nicht, oder wie? Das ist hier Holz. Das ist der LKW und das ist der LKW. Der LKW fährt irgendwas anderes gerade auch, das ist schon mal schlecht. Weil der sollte dann Holzstämme liefern. Der hat irgendwelche Eisenbarren oder so. Der fährt ja immer noch mit Holz rum. Ah, dieses. Na, ich gehe hier hin. Dann mache ich die Falltasten nach oben, dann springt er dahin, wo ich zuletzt war. Voll nervig. Nochmal schneller. So, was ist jetzt hier das Problem? Jetzt entlädt er und es geht hier rein. Artikel gelagert 5. Und warum will er nicht? Verbundene Gebäude ist schon das Richtige. Ja, weiß ich nicht, warum der jetzt hier nichts nimmt. Fahrzeuge können laden, 5 Holz, ja. Und der zweite, nimmt der jetzt schon mal Holz mit, wo ist er? Jetzt hat er kein Holz geladen. Warum hat er jetzt kein Holz geladen? Weil da unten keins ist, oder? Also das ist jetzt ein bisschen skurril. Hier ist kein Holz, okay, dann kann er auch keins laden, das ist schon mal klar. So, jetzt müssen wir hier aber finden einen Zug, der Holz transportieren würde. Das sind die aber nicht. Dann haben wir hier noch einen. Und der bringt jetzt Balken nur dahin. Der nächste ist der. Den sehe ich jetzt nicht, weil der da ist. Ah. Der hat Bretter drauf, aber die konnte er nicht alle entladen. Das heißt, wir gehen mal hier hin und sagen ihm mal, nimm mal jetzt Holz mit. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie er weiterkommt. Fahr mal schneller. Was für ein
Blödsinn mit dem Fenster. Jetzt hat er zweimal Holz drauf. Wir haben da unten 1,3 Millionen. Das Geld läuft noch. So, das entlädt er jetzt auch hier alles schön brav. Aber die Bretter hat er nicht ganz geschafft. Aber das ist jetzt nicht schlimm. So, das heißt, Fahrzeug ist unrentabel. Wo war jetzt der? Ja, Zug 2 war das, ne? Ja, schade, ne? Wo ist Zug 2 jetzt? Wird der da sein, ne? Ja, Zug 2. Kriegt jetzt lauter Bretter. Ne, das sind Holzbalken. Da keine drauf waren, gehe ich davon aus, dass die da auch gebraucht werden. Hier stehen jetzt aber LKWs für Stopp mal, nicht so schnell. Wo fährt er hin? Nach unten. Gefräß unten. Und er bringt auch wirklich die Barren dahin. 25 von 200, das sieht erstmal gut aus. Aber hier ist noch was anderes, das ist Kohle. Kohle wird hier gar nicht angeliefert. Logistisch gesehen ist das Haus daneben. Fahrzeuge können laden das. Aber hier sind nur diese zwei Fahrzeuge, die bringen uns da nur das und das hin. Hier wäre jetzt möglich, noch was anderes anzuliefern. Jetzt lass uns mal gucken. Wir bringen ja die Barren dahin, ne, oder? Ja, die Barren. Die könnten aber auch Kohle liefern. Und diese Anhänger könnten auch Kohle ab. Also ab ist gut, ne? Die können auch mit Kohle beladen werden, ne? Ja. Jetzt ist dann nur die Frage. Ne, Stadt 4 ist hier. Aber hier gibt es keine Kohle, ne? Doch, Kohle wird es ja auch geben. Könnte der denn Kohle hier auch laden? Warte mal, das ist ja der gleiche Zug für die gleiche Strecke, ne? Und warum wird er jetzt auch gar nicht geladen? Weil wahrscheinlich gar nicht alles da ist, ne? Kann das sein? Lass uns doch mal gerade checken, ob der auch Kohle macht. Wann fährt denn der, wenn er voll ist, oder was? Ja, es läuft sehr langsam mit dem Dingens, aber die holt er. Jetzt ist er ja voll. Jetzt lass uns mal gerade checken, ob er die Kohle da auch lässt. Oh, das war wieder cool, ne? Oder ist es mit den Pfeiltasten anders und WASD ist falsch? Das könnte natürlich auch noch sein, ne? Warte mal, ich kann hier natürlich keine Kohle runterlassen, ne? So sieht's aus. Wir können das hier aber vielleicht mal gerade ändern. Wir machen das da rein. So, dann entlädt er die Kohle auf jeden Fall. Das ist richtig. Er fährt jetzt nach Gefräß unten. Okay, das heißt, wir müssten mal gerade diese Linie Eisenbahn zu Gefräß unten, müssten wir mal gucken, dass wir da vielleicht noch ein Fahrzeug drauf kriegen. Aber in der Garage gibt's einen. Doch, der passt ja. Wie hieß der? Eisenbarren zu Gefräß unten. Eisenbarren zu Gefräß unten. Der würde Kohle laden. Der ist leer, die Garage, und der fährt dann los. Hat auch Kohle geladen, oder wie sehe ich das? Lass mal gucken, was er macht. Fährt jetzt dahin. Okay, fährt jetzt da erst vorbei, ist nicht schlimm.
So, jetzt fährt er nach Gefräß unten. Und entlädt. Entlädt, sehr gut. Und holt hoffentlich da wieder Kohle. Wird geladen, das ist schon mal gut. Das passt schon mal. Gut, er springt wieder nach da oben. Also WASD oder Pfeiltasten spielt keine Rolle. Das doofe Hin- und Herspringen macht er so oder so. Ja, toll. Ach, ich will jetzt keine Nachrichten. Das war jetzt der LKW, ne, oder? Ah, das ist doch doof. Wer hat so eine Sachen gemacht? Jetzt habe ich dieses verhindert zu schließen. Steinziegel. Wo ist denn das? Oh. Ja, da sind sogar zwei Ladestationen dran. Das ist ja richtig gut geklappt, oder? Also hier haben wir die Schließung verhindert. Stellt sich nur die Frage, wo die Steinziegel herkommen, ne? Ja, das war nix. Logistik ist klar, aber hier wird es keine Steinziegel geben, oder? Logistik, keine Fahrzeuge hier drauf, oder? Wie sieht's da aus? Auch keine Fahrzeuge drauf. Weder Merrichstadt Nord noch die andere Stelle hier. Das heißt, wir müssten jetzt ein Fahrzeug haben, was die Steinziegel bringt. Aber wo kommen die her? Das ist die Frage. Hier sind Quader. Sind doch Steinziegel gewesen, oder? Ja. Wo wären unsere Steinziegel denn? Die waren hier unten irgendwo zum Abbauen, ne? Da fährt Holz. Hier werden Stein. Aber Ziegel sind das nicht, das sind Steinquader, die er hier fährt, ne? Kann ich das mal sehen? Stein ist das. Wo fährt er denn damit hin? Heubach Anbau. Oder Borgenteich Nord. Wo ist denn er jetzt? Borgenteich Nord ist hier und Heubach Anbau ist da. Ach, das ist hier und das wird dahin geliefert und die brauchen das direkt. Okay, das heißt, die Ziegel müssen noch irgendwie anders produziert werden. Nee, umbenennen will ich das, will das dahin springen. Ah, hier werden die. Nee. In diesem Gebäude ausgeben. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Jetzt müsste ich erstmal gucken, ob es eine Industrie gibt, die das überhaupt verarbeitet, ne? So, hier ist das schon mal nicht gegeben. Verarbeitung. Schreinerei, Presse, Legierungsschmelze, Kreissäge, Brecher. Was macht denn der Brecher? Der sieht so aus. Habe ich einen Brecher da unten schon? Lass uns mal gucken. Steinbruch. Ah, hier sind doch Brecher. Aber warte mal, der macht da was anderes draus. Der macht da. Ah, wir haben den Brecher, aber den könnte man dann umstellen. Und der macht Kies. Das heißt, wir müssten hier einen zweiten anbauen. Aber das würde ich sagen, mit dem Steinbrecher, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.